Liebe Kunstfreunde, liebe Albertina-Freunde, liebe Freunde von Albrecht Dürer, wir haben nun schon einige Aspekte und Fragen aus Dürers persönlicher und künstlerischer Lebenswelt erörtert. Beschäftigen wir uns doch mal mit Frau Dürer. Mein Agnes hat Dürer hier unten eigenhändig auf diese kleine, schnelle, spontane Skizze gezeichnet. Es zeigt Agnes Dürer, seine Frau, die er 1494 geheiratet hat. In den frühen 1490er Jahren, Dürer hatte ausgelernt, hatte sich auf die übliche Gesellenwanderung begeben, an den Oberrhein, nach Colmar, womöglich auch nach Straßburg, nach Basel. Sein Ziel waren also Zentren des Buchdrucks und vor allen Dingen auch des künstlerischen Buchschmucks, des Holzschnitts und des Kupferstichs auch. Nachdem er dort mehrere Jahre verbracht hat, erreichte ihn die Nachricht aus Nürnberg von seinem Vater, er möge sich nun wieder nach Hause verfügen. Es wurde nämlich eine Frau für ihn gesucht und gefunden. Agnes Frey, die Tochter eines mit der Familie befreundeten Rotschmieds, der auch auf illustre Goldschmiedearbeiten spezialisiert war, wie eben jene Tischbrunnen, von denen wir ja schon ein Prachtexemplar betrachten konnten. Ich gehe davon aus, dass Agnes und Albrecht Dürer sich persönlich kannten aus der Zeit vor dieser Reise. Ob es nun aber tatsächlich eine Liebesheirat war oder eben wirklich einfach nur eine arrangierte, wo sich dann das eine zum anderen ergeben hat, das wissen wir nicht. Aber es muss schon ein sehr herzliches Verhältnis gewesen sein, wie dieses ganz frühe Dokument aus dieser Verbindung zeigt. Beide waren frisch verheiratet und offensichtlich hat er eines Tages, eines Abends vielleicht, Agnes eingenickt am Tisch. Wir sehen hier die Kante und sie stützt sich hier auch auf, beobachtet, hat zu Feder und Tinte gegriffen, zu einem Blatt Papier und hat sie ganz schnell und spontan, das hat wahrscheinlich nicht länger als eine Minute gedauert, weil jeden Moment hätte Agnes ja aufwachen können und diese wunderbare Szenerie wäre zerstört gewesen. Mit ganz wenigen flüchtigen Strichen hatte sie hier skizziert, manches nur ganz schnell abgekürzt, angedeutet und die ganze Konzentration auf das Gesicht und diese Position des Kopfes auf der am Tisch aufgestützten rechten Hand gelegt. Das wirkt alles recht persönlich und ich glaube, man spürt hier auch eine sehr enge Verbindung zwischen Dürer und seiner Frau. Agnes Dürer wurde dann bald in der Werkstatt, in der neu gegründeten jungen Werkstatt, zu einem ganz wichtigen Mitglied, nämlich für Verkauf und Vertrieb. Dürer selbst war weitgehend eine One-Man-Show. Er wollte ja Hoch- und Höchstwertiges liefern und den einzigen, den er dafür für geeignet hielt, das zu produzieren, war natürlich er selbst. Wichtig war der internationale Handel, der Vertrieb mit der dort hergestellten Ware. Er hat ja nicht diese Druckgrafiken im Auftrag hergestellt, sondern wirklich auf eigenes Risiko, um sie dann an interessierte Klientel weiter zu verkaufen, die aber erst erreicht werden musste. Er hatte mehrere Agenten angestellt, die mit Ware bepackt durch ganz Europa zogen. Wir wissen von einem, der bis Rom gekommen war, um dort Dürers auch dort begehrte druckgrafischen Werke zu handeln. Agnes Dürer und Dürers Mutter Barbara besuchten Messen, besuchten Kirchweih, besuchten alle Gelegenheiten, wo temporäre Märkte aufgebaut waren. Beispielsweise bei den berühmten Heiltumsweisungen in Nürnberg, wo der Reichsschatz mit den Reichskleinodien der staunenden Öffentlichkeit gezeigt wurde. Dort hatten Agnes und Barbara ihren Marktstand aufgeschlagen mit Druckgrafiken und beispielsweise auch auf der Frankfurter Messe, die jährlich stattfinden, war Dürer mit einem eigenen Stand, betreut von Agnes, vertreten. Die Ehe bestand natürlich bis Dürers Tod. Agnes überlebte ihn dann noch um weitere 10 Jahre, hat sich im Übrigen sehr bemüht und verdient gemacht,
um das Erbe Albrecht Dürers. Sie hat die bei Dürers Tod druckfertige, aber noch nicht publizierte Proportionslehre fertiggestellt, sodass sie schließlich im Todesjahr 1528 doch noch erscheinen konnte. Sie hat sich sehr um den Nachlass gekümmert, den sie dann schließlich geschlossen an Endres Dürer weitergegeben hatte, wirklich um ihn in seiner Gesamtheit zu bewahren. Sie fungierte auch immer wieder mal als Modell für Albrecht Dürer. Hier haben wir nun ein Porträt, das schon 1519 datiert ist, also schon nach mehreren Jahrzehnten dieser Ehe. Es zeigt uns Agnes Dürer nun als reife, also schon fast etwas matronenhafte Frau, wie es sich für die verheiratete ältere Nürnbergerin ziemt, verschleiert bis auf den Ausschnitt des Gesichts, vom Mund bis zu den Augen. Sie schaut den Betrachter, damit auch den Künstler, der sie aufs Papier gebannt hat, ihren Mann, so etwas verträumt, sehr mild, sehr vertraut und vertraulich. Dürer hat im gleichen Jahr 1519 dieses wunderbare Porträt seiner Frau Agnes dann noch einem Gemälde zugrunde gelegt. Es galt für einen unbekannten Auftraggeber, ein Bild der sogenannten Anna Selbdritt zu malen. Anna Selbdritt ist ein alter, spätmittelalterlicher Bildtypus, der, wie der Name nahelegt, Anna zu dritt, also mit weiteren Personen, zeigt. Anna, die Mutter von Maria, nämlich mit ihrer Tochter und dem Sohn der Tochter, Jesus. Also ein Familienbild über drei Generationen. Und Agnes Dürer vertritt dann in diesem Gemälde, das heute im Metropolitan Museum in New York ist, die heilige Anna, also das Urbild der Mutter, der Fürsorgerin für eine Familie. Also auch das wieder doch ein Zeugnis, ein Beleg für das sehr enge, vertraute, freundschaftliche Verhältnis in dieser Ehe. Es wurde nun viel hineininterpretiert, warum die beiden keine Kinder hatten. In der Literatur, und zwar fast bis heute, gilt Agnes Dürer darüber hinaus als raffgieriger Hausdrachen, die durch ständiges Antreiben Albrecht Dürers bis zur Erschöpfung nach mehr Kunstproduktion ins frühe Grab getrieben hatte. Das geht auf eine berühmte Briefstelle Willibald Pirckheimers zurück. Willibald Pirckheimer, der berühmte Nürnberger Humanist und ein enger Freund Albrecht Dürers, wünschte sich nach Dürers Tod als Andenken an den verstorbenen Freund, und jetzt wird es fast etwas kurios, Geweihe, offenbar Hirschgeweihe und andere aus Dürers Sammlung. Dort waren offenbar einige Prachtexemplare vorhanden, und vielleicht kennt der eine oder andere diese Geweihleuchter, die aus Hirsch- oder Elchgeweihen gefertigt werden. Dann sind geschnitzte Figuren auf diesen Leuchtern und die werden dann mit Ketten an die Decke gehängt. Ein typisches spätgotisches Produkt für die Stube, das dann bis in den Historismus im späten 19. Jahrhundert ein sehr beliebter Raumschmuck für die altfränkische Stube war. Also kurzum, in Dürers Nachlass waren mehrere besondere Exemplare solcher Geweihe vorhanden, und Willibald Pirckheimer plante, sich eben solche Geweihleuchter daraus anfertigen zu lassen. Und Agnes Dürer hat berechtigterweise, es bestand ja keinerlei Verpflichtung für sie, die Herausgabe dieser Geweihe verweigert. Und in einem Brief an einen Wiener Mathematiker, der an der Wiener Universität lehrte, Herr Czerte, hat Willibald Pirckheimer dann seinem ganzen Zorn auf Agnes Dürer Luft gemacht und Agnes Dürer auf übelste Art und Weise diskreditiert und bei Herrn Czerte unmöglich gemacht. Das hat die spätere Literatur dankbar und gerne aufgegriffen und, wie gesagt, bis beinahe heute daraus das Bild des giftigen Hausdrachens konstruiert.